Eine Ambulanz soll jetzt Gewalt an Frauen verhindern. Ultimatum in der letzten Plenarwoche des Nationalrates. Tragisches Alpinunglück in Tirol. Der Konzern Meta startet Konkurrenz zu Twitter. Und warum der Mutterinstinkt ein Mythos ist. Bei den Krone News am Donnerstag, den 4. Juli. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Erneut musste Österreich am Montag einen Femizid bedauern. Eine dreifache Mutter wurde erstochen in einer Wiener Wohnung aufgefunden. Am Dienstag veröffentlichte das Institut für Konfliktforschung eine Untersuchung zu Frauenmorden. Die traurige Tatsache: Nur wenige Opfer haben zuvor Hilfe gesucht. In Österreich sind 2023 bereits 15 Frauen getötet worden. 13 davon fielen Femiziden zum Opfer, also Morden, bei denen das Geschlecht ausschlaggebend für die Tat war. Ausgehend von einer am Dienstag präsentierten Studie will die Bundesregierung noch stärker gegen diese Art von Gewaltverbrechen vorgehen. Hinter den Zahlen steckt immer ein Opfer, eine Frau, die oft Kinder zurücklässt. Und deshalb ist natürlich jede Frau, jeder Mord an einer Frau, jedes Opfer ein Opfer zu viel. In den in der Studie untersuchten 10 Jahren ist es zu 793 weiblichen Opfern von Morden oder Mordversuchen gekommen. Der wahrscheinlichste Ort für einen Femizid ist die eigene Wohnung. 74% der nur in Ausnahmefällen nicht männlichen Täter waren Partner oder Ex-Partner. Auffällig ist auch ein überdurchschnittlicher Anteil an Tätern mit Migrationshintergrund aus Herkunft. Wo steckt Vanessa? In Linz und im Mühlviertel wird nach dem 12-jährigen Mädchen gesucht, das schon beinahe eine Woche wie vom Erdboden verschwunden ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Fieberhaft sucht die Polizei in Linz und im Mühlviertel nach der 12-jährigen Vanessa. Sie verschwand am Freitag, dem 30. Juni, als sie sich in Linz aufhielt. Weder Handy noch Geld hatte sie mit dabei gehabt. Die Schülerin könnte sich bei Freunden oder Verwandten in Linz und Umgebung oder auch in Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach aufhalten bzw. dort untergetaucht sein. Die Polizei ist bislang bei ihrer Fahndung nicht weitergekommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise, um den Aufenthaltsort von Vanessa ausfindig zu machen. Hinweise nimmt das Stadtpolizeikommando Linz unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0591 33 45 33 33. Am Montagnachmittag ist es in Gröden in Tirol zu einem tragischen Bergunfall gekommen. Eine Person hat dabei sein Leben verloren. Ein tragisches Alpinunglück ereignete sich in Tirol. Ein 64-jähriger Bergsteiger, der seit Montag als vermisst galt, wurde Dienstag früh im Zuge des Sucheinsatzes entlang des Inntaler Höhenweges tot aufgefunden. Der Einheimische war Montag früh von der Glungetzer Hütte zu der Wanderung aufgebrochen, wollte offenbar über den Inntaler Höhenweg in Richtung Matrei marschieren. Montagabend wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet, Dienstag früh herrschte schließlich traurige Gewissheit. Im Zuge des Einsatzes konnte die Leiche des Mannes vom Polizeihubschrauber aus gegen 6.45 Uhr in der Früh geortet und im Anschluss geborgen werden. Der 64-Jährige war aus unbekannter Ursache über steiles Geländer ca. 200 Meter abgestürzt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Ende 2022 wurde eine 29-jährige Frau am Innsbrucker Landesgericht für den Mord ihres eigenen Vaters lebenslänglich verurteilt. Sie hatte mit einem Messer mehrmals auf ihn eingestochen und ja, am heutigen Dienstag dann die überraschende Wende. Ihre Strafe wurde auf 20 Jahre gekürzt. Eine 29-jährige Frau ist Ende Dezember 2022 am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verbrechens des Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil der Geschworenen fiel damals einstimmig.
Der Frau wurde vorgeworfen, im November 2021 in Neustift im Stubaital ihren Vater mit einem Küchenmesser attackiert und ihm zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben, an deren Folge der 57-Jährige schließlich verstorben ist. Diese Woche dann die überraschende Wende. Die Strafe wurde auf 20 Jahre verkürzt. Im Ersturteil am Landesgericht Innsbruck sei die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten bei der Tat zu wenig berücksichtigt worden, begründete die Richterin am Oberlandesgericht die nunmehrige Entscheidung. Das Urteil war somit rechtskräftig. Dennoch sei es, obwohl ein Milderungsgrund bei der für den Vater tödlich endeten Messerattacke zu keiner vollständigen Aufhebung der Steuerungs- und Zurechnungsfähigkeit gekommen, betont die Richterin Claudia Hagen. Als mildernd wertete sie, wie das Erstgericht, dass sich die junge Frau von Beginn an reumütig geständig gezeigt hatte. Auch die Unbescholtenheit der Frau müsse berücksichtigt werden. Als erschwerend hinsichtlich des Strafmaßes blieb die Tatsache bestehen, dass die Tat überaus brutal gewesen ist und in den eigenen vier Wänden des Vaters stattfand, erklärt die Richterin. Trotz dieser Brutalität und dieser Umstände sei eine lebenslange Haftstrafe zu streng und eine zeitliche Freiheitsstrafe der Schuld und Tat angemessen. Vor dem Urteil hatte die 29-Jährige selbst noch einmal zur Tat Stellung genommen. Ich bereue es unendlich, dass ich meinen Vater getötet habe. Dafür wollte sie sich nochmals entschuldigen und bitte darum, dass sie in absehbarer Zeit wieder in die Gesellschaft zurückkehren darf, so die Tirolerin reumütig. Der Vater sei bei ihrem Besuch in seiner Wohnung betrunken gewesen und immer aggressiver geworden, hat die junge Frau damals vor den Geschworenen angegeben. Ein spektakulärer Fluchtversuch über den Dächern Wiens, der einem Hollywood-Film ähneln könnte, ereignete sich am Dienstagvormittag in Währing. Ein erst 17-Jähriger versuchte nach einer Hausdurchsuchung wegen Drogenbesitzes vor zivilen Polizisten zu flüchten. Es sind Szenen wie aus einem Hollywood-Film, die sich am Dienstagvormittag über den Dächern Wiens ereignet haben. Ein erst 17-Jähriger hat nach einer Hausdurchsuchung wegen Drogenbesitzes versucht, vor der zivilen Polizei zu flüchten. Allerdings ist die Flucht nicht so verlaufen, wie er das geplant hat. Ein aufmerksamer Krone-Lese-Reporter hat den eindrucksvollen Fluchtversuch festgehalten. Der Jugendliche war zuvor wegen Suchtgiftdelikten der Polizei aufgefallen, weswegen kurze Zeit später die Hausdurchsuchung durch die Einsatzgruppe Straßenkriminalität, kurz EGS, eingeleitet worden ist. Als die Polizisten die Wohnung in Wien-Währing in der Nähe der Gänzgasse gestürmt haben, ist der 17-Jährige blitzschnell aus dem Fenster geflüchtet und auf das Dach geklettert. Allerdings hat er die Rechnung ohne die hartnäckigen Polizisten gemacht, denn diese verfolgten den Verdächtigen, indem sie ebenfalls auf das Dach geklettert sind. Die Beamten sind ihm dicht auf den Fersen geblieben, sodass ihm nur mehr der Sprung nach unten geblieben ist. Dabei hat sich der 17-Jährige so schwer verletzt, dass insgesamt 3 Rettungskräfte ausrücken mussten, um ihn notärztlich zu versorgen. Laut Berufsrettung Wien habe sich der Jugendliche so ziemlich alles gebrochen, außer den Kopf. Er befindet sich aktuell im Krankenhaus, ist jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen wegen Suchtgiftdelikten laufen laut der Polizei aber weiter. Dem jungen Burschen drohen neben einem langen Spitalsaufenthalt auch mehrere Anzeigen. Zahlreiche gentechnische veränderte Lebensmittel könnten einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zufolge künftig ungekennzeichnet auf den Tellern der Bürger landen. Ja, das geht aus einem bisher unveröffentlichten Verordnungsentwurf der Kommission hervor. Am Mittwoch stellt die Europäische Kommission ihren Vorschlag zum Thema Gentechnik vor. Das wird ein großer Diskussionspunkt werden, nicht nur in Österreich, sondern in sehr vielen anderen Mitgliedstaaten auch. Weil während es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, in Brasilien oder Argentinien, durchaus gang und gäbe ist, dass auf den Feldern gentechnisch veränderte Pflanzen stehen, ist es natürlich vor allem in Österreich und auch in vielen anderen europäischen Ländern überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, dort ist es sogar fast sehr verpönt. Es könnte sich aber bald ändern, denn man hört schon einiges von dem Vorschlag der Kommission.
Kommission möchte hier gerne die Regelungen lockern. Es soll mit einer neuen Technik, die sogenannte grüne Gentechnik, so eine Art Leitvariante Gentechnik, Eingang auf die europäischen Felder finden. Sorgt vor allem in Österreich für großes Unverständnis und für großen Unmut. Und während es auf der einen Seite sozusagen die Befürworter der Gentechnik gibt, die sagen und auch damit argumentieren, gerade aufgrund der Klimakrise braucht es in Zukunft einfach resistentere Pflanzen, die auch genug Ertrag abwerfen, gibt es auf der anderen Seite dann auch die Umweltschützer, die einfach vor den allgemeinen Gefahren der Gentechnik warnen und auch diese neue grüne Gentechnik als durchaus gefährlich einschätzen. In Österreich ist das Thema sowieso seit jeher ein sehr hoch emotionales und so wird es wahrscheinlich noch sehr viele Streitereien rund um die Gentechnik geben. Es grüßt wieder mal das Forderungsmurmeltier der Sozialdemokraten. Rücknahme der Mieterhöhung und Einfrierung der alten Tarife bis 2025, Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs und eine schlagkräftige Antiteuerungskommission. Ja, für SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher ist klar, man muss die Inflation politisch bekämpfen. Es ist die letzte Plenarwoche des Nationalrats und wieder mal grüßt das Forderungsmurmeltier der Sozialdemokraten. Rücknahme der Mieterhöhung und Einfrierung der alten Tarife bis 2025, Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs und eine schlagkräftige Antiteuerungskommission. Diese soll darüber wachen, dass milliardenschwere Hilfszahlungen an Unternehmen in Form von sinkenden Preisen an die Menschen weitergegeben werden. Für SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher ist klar, man muss die Inflation politisch bekämpfen. Der Internationale Wirtschaftsfonds hat kürzlich festgestellt, für die Hälfte der Teuerung sind Unternehmen verantwortlich, weil sie ihre Preise viel zu stark erhöhen. In Österreich seien die Preise höher als in vielen anderen Ländern. Der tägliche Einkauf sei um 15% teurer als vor einem Jahr. Kucher drängt darauf, die SPÖ-Rezepte gegen die Teuerung umzusetzen. Geht nichts in der Richtung weiter, möchte er das Tagungsende aussetzen. Darüber hinaus will er den Bereich Teuerung von der tagungsfreien Zeit ausnehmen lassen. Zur Aufregung kam es in der Kärntner Polizeizentrale, denn in der Vorwoche hat ein Unbekannter per Brief die Polizei informiert, dass eine Gruppe einen Anschlag gegen die Landespolizeidirektion Klagenfurt plane. Hochspannung in der Polizeidirektion Kärnten. In der Vorwoche wurden die Sicherheitsstufen massiv erhöht. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden rund um die Landespolizeistation stationiert. Der Grund? Ein unbekannter Brief hat die Polizei über einen möglichen Anschlag gegen die Polizeidirektion informiert. Der Kärntner Polizeisprecher meint, es sei zwar nichts passiert, trotzdem wird intensiv ermittelt, um den Verfasser des Schreibens zu identifizieren. Was der Unbekannte mit dem Schreiben bezwecken wollte, wird noch untersucht. Bereits Anfang März ist 7-mal ein Warnruf an die Kärntner Polizei gemeldet worden, weil an verschiedenen Schulen Bombendrohungen verschickt wurden. Jedoch stellte sich wenig später die Situation als ein Fehlalarm heraus. Bislang ist immer noch nicht geklärt, wer für die Serie an Drohbriefen verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen sind dazu noch nicht abgeschlossen. Erst Ende Juni sollen drei Jugendliche einen Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien beabsichtigt haben. Die Verdächtigen wurden kurz vor Beginn der Veranstaltung bei einer Hausdurchsuchung festgenommen und nur kurze Zeit später wieder freigelassen. Ein Aufruf zu Spenden für die Familie des Polizisten, der in Frankreich einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle erschossen hat. Ja, das löst in Frankreich Kritik aus. Diese Aktion diene nicht der Beruhigung der Lage, das sagt der französische Justizminister. Die Spenden erreichten mittlerweile 1 Million Euro. Nachdem der 17-jährige Nael bei einem tödlichen Schuss während eines Polizeieinsatzes ums Leben gekommen ist, sorgt eine Spendenaktion in Frankreich für die Familie des Polizisten für Unmut. Die Spendenhöhen sind jetzt schon sehr hoch und das löst in Frankreich Kritik aus. Diese Aktion diene nicht der Beruhigung der Lage, sagte der französische Justizminister Éric Dupond-Moretti dem Sender France Inter. Die Spenden erreichten mittlerweile 1 Million Euro.
Der Spendenaufruf stammt von dem TV-Kommentator Jean Messia, der für seine rechtsradikalen Ansichten bekannt ist. Das Geld sei der Familie des Polizisten gewidmet, der seine Arbeit gemacht hat und nun dafür einen hohen Preis zahlt, heißt es in seinem Spendenaufruf auf der Online-Plattform GoFundMe. Der Polizist sitzt derzeit wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung in Untersuchungshaft. Messia zeigte sich auf Twitter erfreut, dass sein Aufruf mehr Spenden eingebracht habe als eine Spendenaktion zugunsten der Familie des getöteten 17-Jährigen. Mehr als 40.000 Menschen beteiligten sich bislang an der Spendenaktion für die Familie des Polizisten von Nanterre. Die höchst anonyme Einzelspende beträgt 3.000 Euro. Die Plattform GoFundMe erklärte, dass die Spendenaktion nicht gegen ihre Regeln verstoße. Der Polizist hatte am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre den 17-jährigen Nael angehalten, der ohne Führerschein am Steuer eines Mercedes unterwegs war. Auf einem Video ist zu sehen, wie er aus der Nähe auf ihn schoss, als sich das Auto in Bewegung setzte. Bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen haben die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen zwar Geländegewinne erzielt, kommen aber langsamer voran als erhofft. Wenn es nach britischen Geheimdienstinformationen geht, hat Russland der Verzögerung der ukrainischen Truppen höchste Priorität eingeräumt und nutzt dafür eine ausgefeilte Taktik. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen die russischen Truppen auf massiven Einsatz von Panzerabwehrminen. In einigen Gebieten sollen die Minenfelder so dicht sein, dass Russland wohl viel mehr Minen ausgelegt haben soll, als in seiner Militärdoktrin vorgesehen ist. Im Süden der Ukraine gäbe es so dichte Minenfelder, dass die vorrückenden Truppen sich nur Baum für Baum fortbewegen könnten. So ein ukrainischer Soldat gegenüber CNN. In all seinen Dienstjahren habe er nie so viele Minen gesehen. Gegen die Minenfelder könnte die Ukraine bald ein wirksames Mittel bekommen. Um den Weg für ukrainische Panzer freizuräumen, erwägen die USA die Lieferung von umstrittener Streumunition. Aktuell meldet der ukrainische Generalstab schwere Gefechte bei Bachmut im Osten des Landes. In mehreren Orten westlich der besetzten Stadt sei es den Verteidigern gelungen, unter schwerem Beschuss neuen russischer Angriffsversuche abzuwehren. Südwestlich von Bachmut konnte die Ukraine kleine Geländegewinne erzielen. Dienstag früh sind über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskau nach Angaben vom Bürgermeister erneut Drohnen abgeschossen worden. Es soll keine Toten oder Verletzten gegeben haben. Alle Flugkörper seien zerstört worden. Nach Angaben der Rettungsdienste soll es sich um 4 Drohnen gehandelt haben. Israel stellt ein baldiges Ende seines Großeinsatzes gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager Jenin in Aussicht. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen. Das sagte der nationale Sicherheitsberater am heutigen Dienstag. Die israelische Militäroffensive im Westjordanland wurde auch in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Dabei wurden mindestens 10 Personen durch Luft- und Bodenangriffe getötet. Das teilt das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Weitere 100 Palästinenser wurden verletzt, 20 davon lebensbedrohlich. Die Armee war in der Nacht zum Montag mit 1000 Soldaten in die palästinensische Stadt Jenin eingerückt und hatte damit ihre erste Großoffensive seit rund 20 Jahren begonnen. Nach Angaben der Armee richtet sich der Einsatz gegen terroristische Infrastruktur. Jenin und das dortige Flüchtlingslager gelten als Hochburg militanter Palästinenser. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat den Kontakt und die Sicherheitskoordination mit Israel ausgesetzt. Angesichts der Lage zeigte sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zutiefst besorgt über die Entwicklungen. Er bekräftigt, dass alle militärischen Operationen unter voller Achtung des humanitären Völkerrechts durchgeführt werden müssen. Auch Lynn Hastings, humanitäre Koordinatorin der UN in den palästinensischen Gebieten, sagt, sie ist alarmiert vom Umfang der Militäroperation. Die Vereinten Nationen mobilisierten humanitäre Hilfe, sagte sie weiter. Palästinensischen Berichten zufolge verließen tausende Menschen das Flüchtlingslager in Jenin mit rund 17.000 Einwohnern. Derzeit werde versucht, die Menschen in Schulen und anderen Unterkünften in der Stadt unterzubringen, erklärte der Vizegouverneur von Jenin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
Außerdem protestieren in Tel Aviv und anderen Städten wie etwa der Hafenstadt Haifa erneut zehntausende Menschen gegen die vom Premierminister umstrittene Justizreform. Viele Teilnehmer dichteten dabei das bekannte Lied Bella Ciao zu Bibi Ciao um. Bibi ist der Spitzname des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta soll in wenigen Tagen an den Start gehen. Im US-Apple Store von Apple wurde die Anwendung mit dem Namen Threads für Donnerstag angekündigt. Die von Neubesitzer Elon Musk massiv umgekrempelte Plattform Twitter, die steckt derweil in neuen Turbulenzen. Vage Ankündigungen hat es schon im Frühling gegeben, nun ist der Start fix. Meta, Mutterkonzern von Facebook und Instagram, startet eine ähnlich wie Twitter gestaltete App mit dem Namen Threads. Die Gelegenheit ist für Meta günstig. Twitter ist seit der Übernahme durch den Milliardär Elon Musk nicht mehr aus den Schlagzeilen gekommen. Musk macht regelmäßig mit oft schwer nachvollziehbaren Aussagen und Entscheidungen zu Twitter von sich reden. Aktuell klagen Twitter-Nutzerinnen und Nutzer etwa über Probleme beim Aktualisieren der Startseite und Fehlermeldungen, wonach sie das Häufigkeitslimit erreicht haben. Während es mehrere kleine Twitter-Konkurrenten gibt, gilt Mark Zuckerbergs Meta als besonders starker Rivale. Damit sind die Weichen für ein geschäftliches Duell zwischen Musk und Zuckerberg gestellt, nachdem sich die beiden Milliardäre im Juni bereits zu einem Schaukampf im Ring bereit erklärt hatten. Die New York Times berichtete am Wochenende, ein solcher Kampf werde tatsächlich vorbereitet, allerdings sei weiterhin offen, ob er auch tatsächlich stattfinden werde. Der 39-jährige Zuckerberg trainiert mit Kampfsporttrainern und ist sichtlich fitter als der 52-jährige Tech-Milliardär Musk. Elon Musk hatte bei Twitter in einem beispiellosen Schritt am Wochenende Beschränkungen für die Anzeige von Tweets verfügt. Demnach sollen zahlende Abo-Kunden pro Tag bis zu 10.000 Tweets lesen können und Nutzer ohne Abo bis zu 1.000 Beiträge. Musk erklärte den Schritt damit, dass es so viele Versuche gebe, große Datenmengen von Twitter abzuschöpfen. Auf die Ankündigung folgten Probleme bei TweetDeck, wo unter anderem die Anzeige von Listen gestört war. Nur über TweetDeck ließen sich zuletzt noch Tweets ohne Werbung und mit automatischer Aktualisierung anzeigen. Der große Krone-Preis-Check am Filmfestival auf dem Rathausplatz. Ja, auf Feinschmecker warten hier viele musikalische Glanzstücke. Kulinarisch sind aber vor allem die Preise heiß. An einem lauen Sommerabend noch schnell beim Filmfestival am Rathausplatz vorbeischauen. Warum eigentlich nicht? Wenn der Magen knurrt, weil keine Zeit mehr fürs Kochen war, ist das auch gar kein Problem. Gleich 26 Gastronomen bieten Besucherinnen und Besuchern an ihren Ständen Speisen und Getränke an. Es soll die vielfältigste Speisekarte der ganzen Stadt sein, lobt der Veranstalter sich selbst. Doch diese Vielfalt hat ihren Preis. Ein Krone-Lokalaugenschein enthüllt wahre Wucherpreise. Ein Kurzbesuch eines Redakteurs und eines Fotografen kostete satte 65 Euro. Wer jetzt aber denkt, dass sich die beiden einen feuchtfröhlichen Abend gemacht haben, irrt gewaltig. Wer richtig hungrig ist, sollte sich also darauf einstellen, dass ein Besuch kein billiges Unterfangen ist, aber der Reihe nach. Die kulinarische Reise führt einen beispielsweise nach Kroatien. 4 Stück Kalamari sind dort um 12,90 Euro zu haben. Satt wird man davon allerdings nicht. Die Meeresfrüchte entpuppen sich eher als kleines Häppchen für zwischendurch. Gleich daneben gibt es Lachs Teppanyaki aus Japan, Kostenpunkt 14,90 Euro. Der Teller samt Inhalt überschaubar, eine Mini-Portion, die Lust auf mehr macht. Darf's als Nachspeise vielleicht noch ein Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster sein? Dann bitte wieder 8,90 Euro locker machen. Zumindest die Getränkepreise liegen weitgehend im Schnitt der gehobenen Wiener Gastronomie. Ein Krügel Bier kostet 5,40 Euro, genauso viel wie ein großer Spritzer. Anders sieht es hingegen bei den In-Getränken aus. Für einen Aperol Spritzer mit Prosecco muss man knapp 7 Euro hinblättern. Ein kleines Glas Mangobowle gibt es für 6 Euro.
Günstiger ist's dann doch beim Steakrestaurant Porterhouse. Es hat als einer der wenigen Restaurants auf dem Platz seine Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Und das trotz gestiegener Platzmiete. Der Besitzer will seine Steaks dennoch zu einem fairen Preis verkaufen. Das Black Angus Hüftsteak gibt es bei ihm um 13,90 Euro. Zumindest sind die gezeigten Filme ebenso wie in den vergangenen 32 Jahren kostenlos. Kurios dabei, das Essen auf den Sitzplätzen ist nicht erlaubt. Die Mutterliebe gilt als zeitloses Phänomen. Doch ist sie wirklich so alt wie die Menschheit selbst? Oder ist das Bild der Frau mit angeborenem Mutterinstinkt und Opferbereitschaft ein soziales Konstrukt, das erst in der Neuzeit entstanden ist? Das Baby ist endlich da, die Geburt war anstrengend und schmerzhaft. Die Mutter fühlt sich überwältigt und ist sehr müde und erschöpft. So oder so ähnlich erleben es viele Mütter nach der Geburt ihres Kindes. Aber eigentlich müsste das, was jetzt kommt, ganz einfach sein. Das Baby versorgen, es beruhigen, es stillen. Dank ihres angeborenen Mutterinstinkts weiß eine Frau von Natur aus, was ihr Baby braucht. So jedenfalls lautet die gängige Erzählung rund um den angeblichen Mutterinstinkt, den jede Frau haben soll. Nun zeigen aber viele Studien auf, dass es diesen Mutterinstinkt überhaupt nicht gibt. Doch was ist mit dem Mutterinstinkt eigentlich gemeint? Laut Duden ist er das Gespür einer Mutter für das, was ihr Nachwuchs braucht, was für ihren Nachwuchs richtig ist, sowie das Bedürfnis einer Mutter, ihren Nachwuchs zu beschützen. Einen Vaterinstinkt gibt es laut Duden nicht. Das Kümmern und Versorgen aus Liebe heraus wird Frauen von Natur aus zugeschrieben. Frauen leisten heute tatsächlich einen großen Teil der sogenannten Care-Arbeit, also der unbezahlten Arbeit zu Hause, im Haushalt und bei der Versorgung von Kindern und anderen Angehörigen. Im Umkehrschluss arbeiten Mütter wesentlich weniger gegen Bezahlung als Väter. Der Väterreport des Bundesfamilienministeriums gibt an, dass in 45% aller Paarfamilien mit Kindern der Arbeitsumfang der Frau unter dem des Mannes liegt. Nur in 19% aller Paarfamilien arbeiten beide Elternteile gleich viel. Für Frauen ist es eine riesige Befreiung, wenn sie nicht ständig auf einen biologischen Mutterinstinkt verwiesen werden und klar ist, dass sie es nicht von Natur aus besser wissen können und müssen. Doch damit möchte man den Frauen nichts absprechen. Denn nur weil es den Mutterinstinkt nicht gibt, heißt das nicht, dass Frauen das nicht können. Es heißt nur, dass andere das auch können. Zahlreiche Studien befassen sich mit den Hirnstrukturen von Frauen und Männern vor und nach der Geburt und untersuchen und analysieren das Verhalten als Eltern. Eine niederländische Hirnforscherin stellte 2016 fest, dass man an den Gehirnen von Frauen solche Veränderungen in der Schwangerschaft ansieht wie bei Mädchen in der Pubertät. Diese Veränderung an den Gehirnen von Müttern erklären Forscherinnen damit, dass sich das Gehirn auf eine neue Anforderung im Umgang mit dem Kind einstellt. Diese Entwicklung dauert Jahre. Genau deshalb kann es keinen angeborenen Mutterinstinkt geben. Mütter müssen, genauso wie Väter, erst lernen, was ihr Kind braucht. Der britische Konsumgüterriese Unilever ist der Führung in Kiew ein Dorn im Auge. Wegen dessen anhaltender Tätigkeit in Russland ist das Unternehmen auf die Liste der internationalen Kriegssponsoren gesetzt worden. Die Ukraine hat den britischen Konsumgüterkonzern Unilever auf ihre Liste der internationalen Kriegssponsoren gesetzt und dies mit dessen anhaltender Tätigkeit in Russland begründet. Grund der Entscheidung der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung seien die Präsenz des Unternehmens in der Russischen Föderation und seine hohen Steuerzahlungen an den russischen Staat. Unilever erklärte daraufhin, es stehe weiter hinter einer im Februar abgegebenen Erklärung, in der das Unternehmen den Krieg in der Ukraine als brutalen und sinnlosen Akt des russischen Staats verurteilt hatte. Unilever habe Ein- und Ausfuhren eingestellt, liefere jedoch in Russland hergestellte Lebensmittel und Hygieneartikel an die Menschen im Land, stellte man klar. Zu den bekannten Marken aus dem Haus Unilever zählen Kosmetikartikel von Dove, das Speiseeis Magnum oder Zif Reinigungsmittel.
In London demonstrierten am Montag ukrainische und britische Aktivisten vor dem Unilever-Hauptsitz. Auf einem dort angebrachten Plakat war eine Werbung für DAF zu sehen, die statt Models verwundete ukrainische Soldaten zeigte. Die Liste der Kriegssponsoren war vor rund einem Jahr erstellt worden und beinhaltet mittlerweile 31 Firmen und 123 Personen. In beiden Kategorien hat China die Nase vorn. Die österreichische Raiffeisenbank International findet sich übrigens ebenfalls auf dieser Liste. Wir kommen zum Wetter. Morgen am Mittwoch bleibt es sommerlich. Am Nachmittag könnte es gewittrig werden. Für ein paar Stunden wird es wieder recht sonnig, dazu sehr warm und schwül mit einem Höchstwert bei 29 Grad. Am Donnerstag wird es zeitweise stark bewölkt. Für einige halten sich aber dichtere Wolken über der Stadt, aus denen zu Beginn auch ein paar Regentropfen fallen könnten. Die höchste Temperatur erreicht um die 25 Grad. Ja, am Freitag trocken und oft sonnig, nur vorübergehend ein paar Quellwolken, dazu mäßiger Wind aus nördlicher Richtung und ein Höchstwert bei 29 Grad. Am Samstag strahlender Sonnenschein von früh bis spät und kaum Wolken am Himmel. Mäßiger Südostwind und am Nachmittag heiß bei bis zu 31 Grad. Am Sonntag viel Sonne und Hitze mit bis zu 33 Grad. Höchstens ein paar dünne Wolken. Ja, das waren sie, die Krone-News am heutigen Dienstag. Weiter geht's jetzt mit den Sport-News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.